Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 von Towns. Ja, da sind wir drin. Letztes Mal haben wir irgendwelche Böden gemacht oder Decken, je nachdem von welcher Blickrichtung man das hat hier. Das ist, ne, der Boden, da wird gerade schon zugemacht wieder mit Holz. Können gleich einen Tacken schneller laufen lassen. Hier hinten haben wir das mit dem Stein auch gemacht. Der ist auch schon zu. Oder können wir schon erweitern? Das sollten wir vielleicht auch tun. Da, da, da. Und da. Ja. Das ist die Frage. Doch, das geht auch schon. Machen wir auch so zu. Wo können die noch da hoch? Da, oder? Ja, da können die auch noch hoch. Komm, zack. Das geht doch auch, oder? Obwohl, hier wird es runterfallen zur Zeit. Oh, wir haben schon wieder zwei Townies gekriegt. Gehen wir mal schnell hier rein und gucken, dass wir, ja, schauen, dass wir hier das irgendwie in Angriff kriegen, dass es besser wird, ne? Ach Gott. Ah, jetzt weiß ich nicht, aber ich klicke sie einfach alle nochmal an. Dann passt das schon, oder? 39, guck. Und da haben wir schon den, der da reingefallen ist. Gut, dann machen wir gleich noch einen. Was ist denn hier? Eine Tür? Achso, ich müsste da hingehen. Ja, da ist eine Tür. Das bedeutet, da kann auf jeden Fall ein Stein hin als Sturz über der Tür, ne? Mal gucken, ob sie den da nehmen, weiß ich nicht. Er ist ja auch schon weggenommen worden, ja, genau. Und wo haben sie denn? Ah, da kommt jemand. Ach, hier hinten haben wir eine Aufstiegsmöglichkeit. Das heißt, wir können eigentlich überall das fertig bauen. So. Und so geht auch. Und so geht auch. Und dann machen wir es auch so. Passt schon, ne? Fenster ist drin. Ne, da müssen wir noch ein Fenster reinbauen. Gut. Ist ein Stein irgendwo runtergefallen? Nein, passt alles. Gut, den können sie klopfen. Jetzt gucken wir hier unten nach dem Holzdach, Holzboden. So, den haben wir jetzt auch nicht die Shift-Taste gedrückt. Das geht. Und hier hinten, wie sieht das da aus? Da machen wir so. Und so. Ja, hat wohl geklappt da, das zuzubauen. Und da auch hin. Und ja, eigentlich kann das diese ganze Reihe dahin, ne? Okay, hier unten haben wir auch schon angefangen. Machen wir da auch weiter. Zup. Da. Shit, ich glaube, das war eine Reihe zu tief. Okay, ist wieder weg. Das ist ja gut so. Ich glaube, wir müssen, oder? Ja, das täuscht jetzt hier alles ein bisschen, ne? Ne, das war wohl doch richtig. Jetzt haben wir es wieder. Das ist hier nur schon das erste, die erste Reihe, die da ist, ne? Gut, läuft. So. So weit, so gut. Naja, noch nicht ganz, weil hier können wir auch noch was erledigen. Dann haben wir das auch zu, dass die Waffenkammer, in der ja auch noch irgendwelche Gerätschaften fehlen, ne? Die dann auch nicht richtig gebaut werden. Keine Ahnung warum. Wir werden jetzt mal gerade in die Werkzeugabteilung gehen. Der Amboss ist da. Dafür braucht man Tongs, Iron und Stonehammer. Das fehlt. Utilities.
Müssen wir hier einbauen. Und Stonehammer. Ich glaube, den finden wir unter Dingen. Sag schon. Unter Waffen, ne? Und Stein. Ne, das war Eisen. Das war verkehrt. Das ist Stein. Und da gibt es einen Stonehammer. Da bauen wir auch einen von. Ist nur die Frage, wann das fertig wird, ne? Und schon wieder zwei Townies gekommen. Ist ja richtig cool, ne? Ist nur die Frage, was die alle essen, ne? Dahin. Rot ist alle. Äpfel gibt's einen. Eine Birne gibt's einen. Das ist ja richtig mau. Dann sollten wir gucken, dass wir auf jeden Fall wenigstens schon mal Äpfel pflücken. Dann gehen die Hundertschaften da schon mal los. Und auf der Seite, Shift-Taste natürlich nicht gedrückt, aber ist jetzt nicht schlimm. Da auch noch. So, und wo? Ah, hier sind Apfelbäume. Aber die sind zu wenig, das müssen wir aufstocken dann, ne? Getreide, guck mal, fast alles abgeerntet. Das ist also auch nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Reihe hinter, ne? Auf jeden Fall. Na, vielleicht sogar besser zwei. Ah, das geht jetzt wegen dem Zuckerrohr oder was ist es? Wildzuckercane, ja. Nicht. Da hinten sollen irgendwelche Funzeln auch hin, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, dass da Lampen hin sollen. Und da eine. Ja, und die kommt dahin. Nee, Quack. Drei, da. Da. Ja, jetzt geht's Licht an, ne? Diese können wir wieder wegnehmen. Und nochmal da eine Reihe machen. Hatten wir schon, aber irgendwie jetzt es nicht machen wollen, ne? Wegen dem. Ja, werden wir sehen gleich, ob es geht oder nicht. Okay, da ist jetzt einer draufgegangen, der macht wahrscheinlich dann auch das weg. Oder? Gute Frage, ne? Er hat es umgegraben, aber hat den Zuckerrohr stehen lassen. So, und dann kommen da Setzlinge hin. Passt. Guck mal, hier ist sogar eine Kerze schon hingekommen. Dann können die das im Hellen machen. Das klappt dann zwei Reihen mehr. Hier unten müssten ja tausende von Äpfeln eigentlich drin sein, sind es aber nicht. Die liegen noch alle hier, die werden dann verbracht. Und hier liegen auch reichlich, gut. Da müssen wir noch das Steindach weitermachen. Dann ist es auch zu. Und hier geht's ums Holz. Da ist da einer runtergefallen. Nein, der fehlt da. Wahrscheinlich haben wir gerade kein Holz gehabt zum Schlagen, ne? Zweiten da lang. Passt auch. Hier unten geht's noch weiter. Und diese Reihe auch noch. Geht. Küche. Möchte auch weitergebaut werden. Überdachen wir schon ein Stück. Dann steht der Ofen im Trocknen, ne? Wunderbar. Da fehlen nur noch zwei Teile. Dann ist es auch fertig. Das müsste auch halten, weil es von anderer Seite gehalten wird. Und da
Möchte er auch alles machen. Gut, da kommt ein Händler. Ne, den lassen wir erstmal weiterlaufen, bis der da ist. Gut. Dann sollte das auch alles werden. Wie sieht's mit der Happiness aus? 57 von 80, cool. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, hier ist noch nichts gemacht worden. Komisch. Ist denn irgendwo die Zange gemacht worden? Sehe ich doch, der Hammer liegt da. Die Zange sehe ich hier nicht, die müsste aber... Ne, die müsste nicht hier gemacht werden. So, der bringt uns Rüstung mit. Der möchte nur den Hammer haben. Oder ein bisschen Geld hätten wir noch anzubieten. Kriegen wir aber nicht hin. Den Hammer können wir natürlich auch sofort wieder produzieren, ne? Aber den Rest können wir auch machen. Dann schicken wir ihn so wieder weg. Gut. Da ist nichts drin. So, was macht diese Person da jetzt? Haben wir hier drüben eine... Ne, da ist der Steinmetz. Wo ist denn der Schmiede? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Haben wir eine Schmiede? Ist das die Schmiede? Nein, das ist Carpentry. Und das ist die Schmiede. Der Hammer wird da gemacht. Wo wird die Schmiede... Die Zange gemacht? Das ist die Frage, ne? Mason's Bench. Okay, das wird da oben gemacht. Ist es da oben gemacht? Nö. Tja. Schade, ne? Jetzt wissen wir jetzt auch nicht, wie das funktioniert. Welches weg? Hier wächst das Heu auch schon. Das Getreide. Äpfel sind genug da. Liegen aber immer noch welche da, die eingelagert werden könnten. Okay, da ist jemand, der sogar dies in den Ofen steckt hier, in den Burner, die Knochen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da noch da den Amboss nochmal positionieren. Geht das? Weiß nicht, ob das Übereinanderlegen jetzt funktioniert oder nicht. Dafür braucht man Dingens, einen Ofen. Einen sag schon. Amboss, den haben wir ja. Und der hier. Smelter und Anvil haben wir auch. Könnte also auch gebaut werden. Ich habe es da drüber gelegt. Ich weiß noch nicht, ob das das Passende ist. Da hat jemand eine Birne gebracht. Naja, gut. Ist hier einer? Nein. Die Reihe können wir noch fertig bauen. Gut, das haben wir geschafft. Jetzt gerade hier nochmal. Machen wir mal so. Ja, hätten wir da auch machen können, ne? Und so, und dann ist es nachher zu. So, die Aufgabe haben sie. Hier fehlt es noch. Wahrscheinlich wächst das Holz nicht so schnell nach. Obwohl, eigentlich sind die Tannen ja alle fertig. Naja, aber nichtsdestotrotz soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.